Ja. Haben wir noch eine Frau anzufalten, wenn versteht? Und wenn ihr den Kulturschock nicht abmoderiert, dann mache ich das. Nein. Das war der 522. Kulturschock! Wer braucht den Gehen? Gehen? So, wir sollten abmoderieren, schau. Wir hatten heute den 522. Kulturschock an einem Sonntag, den 12.12.2010! An der Kamera hatten wir heute, immer wenn wir einen roten oder einen blauen Balken hier rum gesehen haben, blauer Balken, der letzte Stichwort gewesen, der Stück, die blauen Neonlampen an der Sache. Herr Maurer, genau. Immer wenn das zu sehen war, hat unsere Lilliput unsere Kamera heute gemacht. Waren wir online. Danke, Lilli. Jetzt das Mikrofon, Schatz. Das Mikrofon essen? Ja, bitte, damit man nicht hört. Nein, weiter. Unser Licht hat heute gemacht, unser Kai! Am Verfolger hatten wir heute Matthias! Am hässlichsten Kühlschrank von ganz Köln hatten wir heute Adrian! Das Geld abgenommen. An der Kasse hatten wir heute unseren Paul! Ey, da könnte man mal einen Quiz draus machen, ne? Ob die das alles können. Wisst ihr, was die alles wissen? Weiter. Wer war die schlecht gelaufene Station des ganzen Universums? Marco! Es funktioniert. Was haben wir denn noch? Die Fotos haben wir noch. Die Fotos, die heute auch im Projekt gesehen sind, die wir vorhin verteilt haben, sind gemacht worden in einem Shooting von Erika Schmidt. So. Die Deko. Haben die gemacht wir zwei. Und Kinder May. Ja. Was hast du denn gemacht? Ich hab's aufgebaut. Achso, okay. Die hat da so zwei Schränke. Ach toll, hat das Schränke. Die Maske. Ja, diesmal haben sie auch alle selber gemacht. Nein, es war Amelie. Alle. Alle war Amelie. Das würde doch einiges erklären. Und heute hier auf der Bühne hatten wir mit dabei, ganz hinten rechts, unsere in schwarz, bunt gepunktet. Jetzt kommt es nicht durch. Na gut, wir machen erstmal Gäste. Okay? Gering, du kommst nicht dran. Ach ja, stimmt. Unsere Gäste, unsere Christina Onassis. Die ist zaubernd. So selten wie die ist sie auf dem Dach. Bitte? Ich habe nicht die Brücke, wer ist kein Dach. Bezaubernd, feenhaft, mit einem wunderbaren Pianisten an der Seite. Cassie Carrington und Oliver Hurra! Und noch ein Gast, den wir hier heute hatten, war unser Tim Boy! Und bei seinen Gästen, das sagt genau die Richtige, ne? Sie steht da von wegen, hier muss der Rücken runterrutschen und der war die Perücke auch nur halb auf dem Kopf. Ich wollte einfach nur deinen Style imitieren. Heute am Gäste hatten wir heute den schwulen Bruder von der Mottkasse, der Leon! Meine zwei Freunde. Dumm und dummerer. Ja. Annette und Magdalena. David und Marcel. Baby. So, und sie war heute auch mal wieder bei uns, unsere Gloria Gottes. Sie ist hoch, sie ist breit, nicht breit, nicht, aber sie ist hoch, das Niveau ist tief. Unsere Amelie Melkort! Hey.
Wer hat denn gesungen? Sie wurde heiß geliebt hinter der Bühne von Gloria Gott in Zelta Jens! Unsere liebe, geliebte Garantie, da warte mal, warte mal, tot, genau wie Ginger du. Nee. Und der Dunst hätte durch den Job so schmerzen können mit seinem ewigen, sag ich mal, Gartenschlauch, Bandschutzsystem, also so, ja. Die Hitler, der alte Mann, der Dicke, der da rauskommt. Mensch, Herr!